Das Meer hat Mecklenburg-Vorpommern direkt vor der Tür. Die Ostsee mit einem großen Reichtum an Formen und Leben. Dank einer einzigartigen Weltneuheit können Besucher ganz ohne Vorkenntnisse und trockenen Fußes einen Tauchgang unternehmen. Mit der Tauchgondel eintauchen in die Welt des Meeres und auf spannende Weise mehr über diesen Lebensraum erfahren. Meter ist die Seebrücke von Zinnowitz auf der Insel Usedom lang. An ihrem Ende befindet sich eine wirkliche Attraktion, eine Tauchgondel. An einem in den Sandboden der Ostsee gerammten Pfeiler taucht sie hinab in die Fluten. Die im Durchmesser mehr als 7 Meter große Gondel kann bis zu 24 Besucher aufnehmen. Ist man dann erst einmal abgetaucht, kann die Unterwasserwelt beobachtet werden. Wenn es richtig kalt ist, die besten Sichtweiten, das sind so 6-7 Meter, die wir in etwa weit schauen können. Und dann im Sommer ist die Sicht dann doch stark eingeschränkt durch die Wassertemperatur und durch die Algenbildung, haben wir dann vielleicht noch 60, 70, 80 Zentimeter in etwa. Das von einem Zinnowitzer Architekten entwickelte Pilotprojekt soll die Basis für weitere derartige Tauchgondeln in der ganzen Welt sein. Besucher von Mecklenburg-Vorpommern können auch im Seebad Sellin auf der Insel Rügen in einer baugleichen Gondel hinab auf den Meeresgrund tauchen. Ein weiteres Fenster ins Meer öffnet sich den Gästen an Bord auch über eine 2,5 Meter große Leinwand. Ein 3D-Film vermittelt Wissenswertes über Flora und Fauna der Ostsee. Also die Resonanz nach solchen Tauchfahrten ist immer sehr gut. Wir werden viele Sachen noch gefragt, gerade auch von den Kindern, die sich die Unterwasserwelt hier eigentlich ganz anders vorgestellt haben. Wie gesagt, die stellen viele, viele Fragen auch nach den Tauchfahrten. Die Ostsee mit der Tauchgondel erkunden, hinab auf den Meeresgrund tauchen und die verborgene Tierwelt der Seegraswiesen und des Sandgrundes entdecken. Erlebnisreich lernen, das ist das Konzept der Tauchgondelbetreiber in Mecklenburg-Vorpommern. Wissen vermitteln zur Geschichte und Schutzbedürftigkeit eines gefährdeten Biotops.